Mein Name ist Tobias Globatz und ich bin in Berlin geboren worden und ich habe in diesem Jahr das Abitur gemacht und danach gleich hier das Schülerpraktikum begonnen. Mein Name ist Mareike Sachse, ich bin in Berlin aufgewachsen und studiere derzeit noch in Mannheim VWL. Mein Name ist Stefan Bayer, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu in Bayern. Ich habe European Studies in Maastricht in den Niederlanden studiert, bin da letzten Sommer fertig geworden und mache jetzt halt diverse Praktika, bevor ich dann mein Masterstudium angehe. Ja, ich bin Matthias Döhmann, komme aus der Region Hannover, habe in Bielefeld Wirtschaftswissenschaften studiert, mich dann nach 2 Jahren Richtung VWL orientiert und den Bachelor absolviert und dann den Master auch in Bielefeld angefangen und habe mir jetzt ein Semester freigenommen für Berufserfahrung. Also der hauptsächliche Grund für mich war, dass ich hier schon mal ein Schülerpraktikum gemacht hatte, als ich noch zur Schule gegangen bin, über 2 Wochen. Und der andere Grund ist, dass ich gerne Politik studieren möchte und das natürlich eigentlich unbedingt für einen bestimmten Beruf spezialisiert. Insofern machte sich das für mich eigentlich ganz praktisch, zu sagen, schon mal zu gucken, was wären mögliche Berufsfelder. Und der andere Grund ist, dass man im Studium natürlich dann auch bessere Chancen hat, angenommen zu werden. In meinem Studium weiß ich immer nicht so genau, in welche Richtung ich später gehen soll. Und deswegen möchte ich mich möglichst viel ausprobieren und wollte zum einen erfahren, wie die Arbeit in so einer Stiftung ist und zum anderen auch im wirtschaftspolitischen Bereich. Zum einen hat die KAS ja einen Beruf. Es gibt einen guten Einblick, mal wie der Politikbetrieb in Berlin läuft. Und zum anderen war die Stellenbeschreibung hier im Team Politik, Dialog und Analyse klang spannend und ging in die Richtung, in die ich mich später spezialisieren will. Ja, deswegen habe ich mich immer beworben und jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt in der Hauptabteilung Politik und Beratung im Team Innenpolitik und hauptsächlich unterstütze ich sozusagen die Mitarbeiter bei Recherchen oder besuche Veranstaltungen und erstelle dazu Berichte. Ich bin hier in der Abteilung für Wirtschaftspolitik und bin zum einen die rechte Hand der Abteilung, des Teams. Und übernehme viel Recherchearbeiten, setze mich mit den Themen, die zu behandeln sind, auseinander und helfe bei den Veranstaltungsvorbereitungen. Bei allen Aufgaben, die so anfallen, behilflich sein. Ja, aber wir haben auch grundsätzlich die Möglichkeit, uns ja, was Eigenes so ein bisschen zu machen. Also vielleicht eine eigene Publikation. Ja. Fachlich ist mein Aufgabenbereich in erster Linie Europapolitik, was das hier anbietet, weil ich hier Konzepte studiert habe. Und ja, die KAS beschäftigt sich ja in erster Linie eher so mit den grundsätzlicheren Fragen. Das heißt, was halt momentan so abläuft, gerade die Eurokrise und alles, was damit zu tun hat. Und in dem Bereich schreibt man halt dann Berichte, informiert sich und sonstige Dinge, bereitet Publikationen vor, etc. Interessante Aufgaben, spannende Arbeit und vor allem, dass es mir was bringt im Nachhinein, schon zu wissen, wo es mal hingehen soll. Also meine Erwartungen sind vor allem, dass ich einen sehr guten Einblick in den Arbeitsalltag hier gewinne und ja, mir besser etwas darunter vorstellen kann, wie man hier arbeitet. Also für mich war es wichtig, dass ich einen guten Überblick kriege, wie die Arbeit in so einer politischen Stiftung läuft und das einfach das mal interessiert. Dann allgemein, wie der Politikbetrieb in Berlin läuft, weil ich bis jetzt in erster Linie in Brüssel eine Praktika gemacht habe. Und einfach allgemein, dass man auch einen Einblick in den Tagesalltag von Leuten bekommt, die hier festarbeiten, um zu sehen, ob das vielleicht ein bisschen was für einen selber wäre. Ja, erstmal geht es für mich vor allem darum, eine berufliche Orientierung zu erlangen. Das vielleicht später was wäre, wo ich mich wiederfinden könnte. Und ansonsten ist es einfach auch spannend, hier ein bisschen näher am Geschehen zu sein, nicht alles nur aus dem Fernsehen zu sehen. Es
es ist noch ein bisschen offen, wie es nach Studium weitergehen soll. Es soll erstmal begonnen werden und danach kann man weitersehen. Da bin ich mir noch ziemlich unsicher, deswegen bin ich hier. Aber ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen, in diese Richtung zu gehen später. Ich habe jetzt noch die Masterarbeit zu erledigen und dann muss ich mir praktisch einen Job suchen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, so in diese Richtung politische Arbeit zu gehen. Bei mir ist, denke ich, relativ sicher, dass irgendwas sein wird, wo Politik mit drin ist. Aber bei mir als nächstes zunächst mal der Master anstehen wird, ist jetzt nicht so direkt die Frage, ob ich jetzt vielleicht was anstelle. Aber längerfristig kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen.